Macht gar keinen Sinn. Warte mal, was machen wir da? Sollen wir die jetzt schon anmachen? Ja. Oh mein Gott. Okay, und los geht's. Oh. Warte mal. Stopp. Wir hatten irgendwas mit einer Flare. Ich weiß nur nicht mehr was. Nee, das war falsch. Ja, das war auch keine Flare. Nein. Auch nicht. Ey, wo war denn das? Ach, er hat ja die Pistole. Stimmt, da war ja was. Okay, er hat uns die Bengalo gegeben. Was anscheinend wichtig ist. Der Typ hat uns nicht... hat nichts getan. Irgendwas ist da rumgekrochen. Er hat gesagt, nimm das, benutzt das. Ich meine, irgendwann geht die aus, oder? Junge, ich habe echt mal gedacht, jetzt haben wir irgendjemand, der uns helfen kann. Ich weiß nicht, ob die irgendwann ausgeht, aber ich meine, normalerweise müsste die ja irgendwann ausgehen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wir uns beeilen müssen. Pyro! Nein, Leute! Es ist eine ernste Umgebung. Wir kämpfen hier um Leben oder Tod. Einfach weiter. Ich glaube, wenn die ausgeht, haben wir ein Problem. Ich weiß nicht welches, aber wir haben ein Problem. Okay, aber warte mal, Gefahrtoten, was bedeutet das jetzt? Das ist genau dieser Schlitz da, was soll denn das jetzt bedeuten? Soll ich da jetzt nicht durchgehen oder was? Hä? Spiel! Macht doch jetzt nicht sowas hier, Gefahr! Okay. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Es gibt keinen anderen Weg. Oder bin ich jetzt blind gewesen? Können wir zurückgehen? Dass einfach der Typ uns dann entgegenkommt? Oder ich muss aufmerksam sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da... Dass wir hier lang müssen. Wenn ich woanders lang könnte, dann hätte ich das doch selber auch sehen können, oder nicht? Wir müssen da lang. Wir müssen da lang. Ich meine, es gibt keinen anderen Weg. Warum sollte jetzt plötzlich... ein anderer Weg da sein, der gerade noch nicht da war. Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen einfach nur vorsichtig sein. Das bedeutet ja nur Gefahr. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt irgendwie da nicht lang dürfen. Wahrscheinlich nur, dass wir aufmerksam sein sollen. Ich finde manchmal die Vorahnungen, die sind so nichtssagend. Ich meine, vielleicht ist es auch gar nicht so scheiße, weil man dann natürlich auch sich Fragen stellt. Sonst wäre es ein bisschen zu obvious.
Aber das sieht jetzt wirklich nicht alles sehr healthy aus hier. Okay. Okay, hier muss es lang gehen. Nach links! Nach links! Warte mal, der Aufzug ist weg, oder? Ich bin dumm! Der Aufzug ist weg! Nein, ist er nicht! Ist er nicht! Fahr! Fahr! Warum hat sie das weggeschmissen? Oh Scheiße! Maul! Scheiße. Ja, mach doch! Nein, sie wurde gebissen! Sie wurde gebissen! Sie wurde gebissen! Warte mal, das lag jetzt nur daran, weil ich die Tür zugemacht habe, weil ich den Riegel zugemacht habe? Hätte ich einfach weggehen sollen? Ich meine, dann hätte er doch die Tür aufgemacht. Warte mal. War das jetzt der Fehler? Oder anderer Weg? Nee, warte mal, das war... Ich frage mich einfach nur, ob ich das hätte verhindern können, dass sie gebissen wird. Ich hatte die Wahl, ob ich das... Aber konnte ich... Warte mal, konnte ich bei diesem Riegel... Das ist automatisch gekommen. Konnte ich bei diesem Riegel zurückdrücken? Das war keine Zeit. Hätte rechts gekonnt auf dem Fließband. Ja und? Wer sagt, dass das richtig war? Was ist das für ein Quatsch? Vielleicht wäre ich rechts sonst wohin gestürzt. Sagt doch keiner, dass das... Sagt doch keiner, dass das der richtige Weg ist. Scheiße! Wieso wurde die gebissen? Ich meine, wir leben ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht gut ist. Oder? Was geht hier ab? Was jetzt? Okay, das können wir nicht verhindern, egal was wir machen. Lass sie rein, schnell! Ja, oh, ich dachte, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Mach die Tür zu, oh mein Gott, mach die Tür zu! Geht es dir gut? Ja, ich schaff's nicht! Du hast wie am Spieß gebrüllt. Du siehst echt fertig aus. Ey, ohne Witz, ganz kurz, ne? Es wird gerade geschrieben, egal, es ist nur Emily, die mag eh keiner.
sei dahingestellt. Kann man so unterschreiben. Aber jetzt gerade, ich schwöre, ich hätte, also hätte ich Mitleid mit gehabt, weil die hat jetzt so lange darum gefightet, irgendwie in der Mine. Es ist da überall die ganze Zeit hin und her geklettert und hat Sachen gesehen und was weiß ich nicht alles. Weiß nicht, hätte sie schon nicht verdient, dass sie jetzt dann einfach so um die Ecke gebracht wird, muss nicht sein. Was? Matt, los, setz dich. Da draußen ist was. Habt ihr euch getrennt? Ein Monster, ein Monster. Warte, was? Gott, oh Gott, oh Gott. Wovon redest du da? Ich sagte, da draußen ist was. Ash, ganz ruhig. Es war Josh, das war alles nein, Josh. Nein, 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 hört mir zu. Wir haben vielleicht ihn wurde sie auch nur gekratzt. Nein, es hat mich gejagt und es war kein Mensch. Moment. Erzähl uns genau, was passiert ist. Genau das versuche ich ja. Wir sind auf den Turm geklettert und der Turm ist eingestürzt. Einfach so, direkt in die Minen. Wow, welche Minen? Hier sind überall Minenstollen, unter dem ganzen Berg. Und als der Turm umfiel, sind wir da reingestürzt. Ich komme nicht mit. Der Turm ist umgefallen? Wie denn das? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag oh da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist das dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, hey, wo ist Josh? Mike. Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Und dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Das ist Matt. Wer kann das denn sein? Hä? Josh. Die fragen gerade, wo Matt... komm. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Ja, das ist doch der Typ, der nett ist. Der will uns nur beschützen. Und jetzt wissen wir auch, wovor! Hey, gib mir die Pistole. Du überwältigst doch jeden nur mit deinem Aussehen und Muskeln und so. Also, ich brauch die Pistole. Das ist der Flammenwerfermann, 100%. Wenn du das so sagst, hier, schieß dir nicht in den Fuß. Tja, witzig. Ich lach mich gleich tot. Leute, seid ihr dumm? Ah, shit! Chris, hey, schieß auf ihn! Sie können nicht... sie können. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, Chris. Los! Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh. Ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein. Gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Genau haben das. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Nur könnt ihr den mal ausreden lassen? Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als Em geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Ah ja, nice, danke. Nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein.
Ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey! Genauso würde ich auch Komm aussehen. Bloß zurück. Wow! Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Wow. Also, super, Chris. Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie cool Chris gerade war? Alter, wie cool also, der da gerade... Habt ihr das gesehen? Wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Feuer? Die mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst. Ich mag weg. Chris, Alter. Der ist einfach ich. Igitt. Genauso würde ich auch reden, wahrscheinlich. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Naja... Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Oh. Until Wieso? Dawn. Hab ich nicht gefragt. Junge, Chris. Der Typ, Alter. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können ja, sie wahrscheinlich. Oder sowas? Ja, sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Er ist doch bestimmt schon weg. Ja. Ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Es sei denn, du hast keine andere Wahl. Der ist doch weg. Natürlich. Natürlich. Hä? Weiß auch von. Oh nein. Verdammt, was soll das? Er ist weg. Wir sind zu spät. Psst, still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper. Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja, lass uns abhauen. Da hat er die Argumente gedroppt. Kann der bitte mitlaufen? Warte mal, was ist denn jetzt? Warum war das gerade so komisch? Halt! Nicht bewegen! Ganz leise! Alter! Lauf! Los! 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 Wow! Zurück! Gott verdammt! Wir sind so leichte Ziele. Junge, wenn der jetzt drauf geht, sind wir am Arsch.
Nein! Oh Scheiße. Chris! Chris! Kannst du bitte einfach nach vorne gucken? Chris, du hast gleich keine Muni mehr. Lauf! Lauf! Ach, Scheiße. Der hat doch gleich keine Muni mehr. Und los! Los! Junge, steh doch auf! Scheiße. Oh Mann. Ash! Oh Gott sei Dank! Bitte lass mich rein, schnell! Oh, oh mein Gott! Chris! Oh mein Gott, was ist passiert? Wir müssen weg, das Ding war direkt hinter mir! Los! Na, ich glaube, wir sollen uns beeilen, ein kleines bisschen! So lange. Sieht gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay. Sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Alter. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat rausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Hä? Was ist das? Ash. Oh mein Gott. Da ist gar nichts. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Wurde sie nicht einfach gekratzt? Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat... Ich weiß, was ihr jetzt denkt und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily,
Wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Das ist doch lächerlich. Er sagt, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss. Dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hä? Du kannst nicht bei uns bleiben. Niemals. Was? Mike? Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn. Emily. Du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich auf. Sie hat doch niemanden gegessen. Ich weiß nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Ja, okay, Chris, Alter. Danke für deine Hilfe. Was macht ihr? Hier ist die Tür. Hä? Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass dein Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Hey, seid ihr alle jetzt komplett besoffen? Ganz ruhig. Hört ihr nicht zu? Hört ihr nicht zu? Mike? Mich? Das ist der Schutzraum, M. Mike, bitte. Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nein. Nicht für uns. Als ob wir die jetzt erschießen. Nicht, tu das nicht. Es tut mir so leid. Hä, niemals. Halt deine Fresse. Bei Kannibalismus hat er gesagt. Kannibalismus. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Beobachtet sie. Außerdem, Leute, hier. Das war die Vorhersehung. Wo war das? Junge, stellt euch mal vor, wir hätten die einfach weggeknallt. Was eine Scheiße. Als ob wir die jetzt einfach wegschießen. Guck mal, wir sind doch in der Überzahl. Ja, sperr sie ein. Keine Ahnung, was für Wegschießen. Wie dumm. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ah, aber schön, dass vorher, dass die Idee nicht kam, ja? Dass sie erstmal abwarten und beobachten. Direkt erschießen. Alles klar. Super. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Ja, weiß nicht, muss nicht sein. Wäre ich jetzt nicht böse, sag ich ehrlich. Was zur Hölle? Geht's dir gut? Die lernen halt auch einfach nicht, ne? Wisst ihr, was das Beste ist? Es ist halt aber auch so wahr, ne? Es ist so wahr. Dieser eine komische Survivor-Meister, ja, mit seinen Hunden und was weiß ich nicht alles, lebt da seit 4 Millionen Jahren ohne irgendwelche Probleme. Kaum geht er 10 Meter mit Chris tot. Ach du Scheiße! Es ist halt wirklich so. Der arme Mann, Alter. Der hat einfach das ganze Gebiet hat er studiert, der hat das gelernt, der weiß, wo alle rumlaufen, der weiß, welchen Stock der zerbrechen kann. Einmal gibt der Chris eine Schrotflinte in die Hand tot. Das kannst du keinem erzählen. Das ist so lächerlich. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute. Neues Lebensziel im Leben. Ich möchte irgendwann auch mal der Flammenwerfer-Typ genannt werden. Das heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Oh. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Hey, Leute, 2 Uhr, geil! Woohoo! Nein, ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. Ich habe es aber zuletzt gespielt, als es damals rausgekommen ist. Geil! Woo! Ey, 12 Stunden! Ja, okay, ja Leute, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? War schön mit euch. Thank you.
Kuri sagt, komm zurück, du Sacktier. Was zum Fick ist ein Sacktier? Was ist denn ein Sacktier, Alter? Was ist das denn? Ein Meerschweinchen? Ein Meerschweinchen? Ein Sacktier ist ein Meerschweinchen? Ich nenne mein erstgeborenes Sacktier. Finde ich geil. Ich möchte jetzt, ich weiß nicht, was ist, ich möchte ein Sacktier haben. Okay. Weiter geht's. Der Kerl ist ja richtig besessen. Nur wenig Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es gelungen ist, sie im Zaun zu halten. Bis Chris kam. Das hätte man noch in Klammern dazufügen müssen. Halte dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Warte mal. Haben die das Buch jetzt gerade erst gefunden? Oder hatten die das vorher schon? Das wird ja alles noch viel schlimmer machen. Das haben die gerade erst gefunden. Das haben die gefunden, nachdem... Okay. Okay, das wäre noch viel lustiger. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus, wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen. Wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist, Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seinen Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Und ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. Wisst ihr, was ich jetzt frage? Wir haben noch diese Vorhersehung, ne? Wir haben noch diese Vorhersehung, wo wir sehen können, okay, irgendeiner hat da wohl irgendwie ein Problem. Ich dachte am Anfang auch, okay, der kann gebissen werden, okay, der verwandelt sich dann. Aber was ist dann hiermit? Ich meine, das kann ja dann nur passieren, wenn die irgendwas Menschliches fressen. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur. Das hat alles eine lange Geschichte. Darf ich mal kurz lesen, Ashley? Danke. Geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Cree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Cree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Cree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Danke. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren. Aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen. Bleib immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer. Das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt, von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Oh, aus der Leichenhalle! Aus der Leichenhalle!
Deswegen auch diese Falle mit Mike da. Eine nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Wartet kurz, wir müssen kurz auf Ashley warten. Sie hat gerade einen Gedankenblitz. Ashley? Wenn ich jetzt anfange zu lesen, ne? Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems. Bündel voll Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaun. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Kree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Nice. Oh. Oh, nein, 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 nein. Junge, jetzt stellt euch mal vor, irgendeiner hat sich dann dafür entschieden, Emily zu knallen, ja? Also mit der Pistole. Und dann liest man das im Nachhinein. Du denkst dir doch so, ach du Scheiße, Mann. Ach du heilige Scheiße. Wieso sollten wir das verheimlichen? Hier steht, dass der Biss... Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Aha! Lass mich das sehen. I'm sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Da steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Er hat nicht geschossen und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair, sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Hat jemand ein Mikrofon auf dem Boden gefunden? Ich glaube, hier wurde gerade ein Mikrofon auf den Boden gelegt. Mit sehr viel Schwung von ganz weit oben. Hola! Tut mir leid. Tut mir so leid. Scheiße. Das war ja wie eine Peitsche, Alter. Das war eine Peitsche. Wir müssen zu Mike. Sofort. Sie wurde gewillsmilt. Oh Gott. Keep my name out of your fucking mouth! Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Oh. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Puh. Weißt du noch letztes Jahr, hä? Das ist einfach du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Was? Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Kann das sein, dass das seine Gedanken im Kopf sind? Dass das seine Gespenster im Kopf sind? Dieser Typ? Ich meine, sonst, das hört sich ja an, als würde er sich selber Vorwürfe machen, ne? Also macht ja Sinn. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Das ist alles etwas, was er sich selber einredet. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Hä? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Es ist beides falsch. Was redet der? Psst.
Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor der furchtbaren Isolation. Tell me, in this little game you're playing so diligently, who is it that you most dislike? Oh my God! I told you, everything you do has consequences! And you think that these poor people are getting what they deserve? Now what gives you the right to play God? Why are you doing this? Maybe you don't like them as much as you pretend to. I don't know! Don't think, you idiot! Fucking pay! Stop it! If we can't get along for 10 minutes, then maybe we need a little bit of a break, right?